Dr. Reinhard Brandl. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, die Debatte heute ist etwas unfair. Wir reden alle über die 150 Bundeswehrsoldaten bei EUTM in Mali und bis auf die Linke loben sie auch alle. Aber eigentlich hätten dieses Lob genauso verdient die Mitarbeiter, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des Landwirtschaftsministeriums, des Umweltministeriums und des Innenministeriums in Mali im Einsatz sind. Und unser Dank gilt natürlich allen gleichermaßen. Und der Applaus gibt, glaube ich, auch dem Recht. Aber meine Damen und Herren, ich habe die Aufzählung auch deshalb gemacht, nicht nur um zu danken, sondern auch um zu zeigen, was deutsche Sicherheitspolitik heute ist, nämlich eine ressortübergreifende, vernetzte Antwort auf eine mehrdimensionale Herausforderung, die gute Regierungsführung genauso im Blick hat, wie zum Beispiel die Ausbildung von Sicherheitskräften, den Aufbau von Infrastruktur oder den Kampf gegen den Hunger. Und der Einsatz heute in Mali ist in diesem Gesamtansatz ein Puzzlestein mit dem Ziel der Ausbildung der malischen Streitkräfte. Und meine Kolleginnen und Kollegen, wir erinnern uns, 2012 waren es ja genau diese Streitkräfte, die nicht in der Lage waren, das Land und die Menschen dort zu schützen vor den einfallenden Tuareg-Rebellen und vor den islamistischen Terroristen. Und vieles, was damals und über die Jahre hinweg in Mali an Entwicklung geschaffen worden ist, ist infolgedessen zerstört worden. Und es wird auch erst wieder aufgebaut werden, wenn ein Mindestmaß an Sicherheit herrscht. Sicherheit für die Bevölkerung und Sicherheit für die Helfer. Und die malischen Streitkräfte darauf vorzubereiten, ist Aufgabe von EUTM Mali. Und da geht es um Leistungsfähigkeit, aber da geht es auch um Integrität der Streitkräfte. Und ob EUTM Mali ein Erfolg ist, wird man in letzter Instanz erst sehen, wenn es mal darauf ankommt, wenn die Streitkräfte der malischen Armee mal richtig gefordert sind. Aber meine Damen und Herren, es wird in keinem Fall gelingen, wenn die Streitkräfte keine Struktur haben, wenn sie keine Ordnung haben, wenn sie keine Kontrolle haben, wenn sie keine vernünftige Führung haben und wenn Menschenrechte nicht beachtet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht völlig ungewöhnlich, dass vor einer namentlichen Abstimmung auch hier dringender Gesprächsbedarf ist. Trotzdem bitte ich, diesen Gesprächsbedarf nicht in der Weise auszuführen, dass man den Rednerinnen oder der Redner nicht mehr folgen kann. Also bitte um etwas Disziplin. Vielen Dank, Herr Präsident. So. Also, Mali, die Frage ist, wird der Auftrag ein Erfolg? Und ich kann sagen, EUTM Mali hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Ich war 2013 dort zum ersten Mal in Koulikoro, als mit den ersten Soldaten die Ausbildung begonnen wurde. Und es war damals noch sehr improvisiert. Da standen einige Baracken und die Ausbildung fand teilweise mit Holzgewehren statt. Wir haben darüber gesprochen. Und im Vergleich dazu hat sich natürlich die Mission jetzt hervorragend entwickelt. Ende letzter Woche kam die Meldung, dass mittlerweile 10.000 Soldaten die Ausbildung durchlaufen sind. Das heißt, der Kollege Hitschler hat es vorher erwähnt, ungefähr 2/3 der malischen Armee, die einmal schon die Ausbildung durchlaufen, haben. Der letzte Lehrgang ging von Januar bis Ende April und in diesem Lehrgang wurden erstmal die Führungskräfte der malischen Armee auch noch mal extra ausgebildet, Stichwort Train the Trainer, um auch die Ausbildungsinhalte, die im Lehrgang vermittelt werden, sicherzustellen, dass diese Inhalte auch während der Zeit immer wieder an die Truppe vermittelt werden. Wir haben im letzten Jahr hier das Mandatsgebiet erweitert mit dem Ziel, die Ausbildung auch in die Fläche zu bringen. Es war ein Wunsch der malischen Armee und der natürlich total nachvollziehbar ist, wer schon mal in einem Land war und sieht, wie die Straßen dort, in welchem Zustand sie sind, macht es natürlich Sinn, auch in die Fläche zu gehen, um die Soldaten nicht jeweils Tausende von Kilometern transportieren zu müssen. Und auch das ist gut angelaufen. Es fanden jetzt in Gao und Ségou bereits die ersten Ausbildungsgänge statt. Und es gibt einen weiteren Meilenstein, über den ich berichten möchte, auch Ende letzter Woche zu Ende gegangen, ein gemeinsamer Lehrgang für Verbindungsoffiziere der G5 Sahel Mali. Das heißt,
Offiziere aus Mali, aus Burkina Faso, aus Mauretanien, aus Niger und aus Tschad haben gemeinsam geübt, um die Interoperabilität ihrer Streitkräfte zu verbessern und die Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, gegen grenzüberschreitende Kriminalität weiter zu stärken. Und meine Damen und Herren, das sind alles wichtige Schritte. Heute in Mali läuft gut und nimmt an Fahrt auf. Aber es ist halt immer nur ein Puzzlestein, zu dem wir einen wichtigen Beitrag leisten. Wir leisten auch zu anderen Puzzlesteinen Beiträge. Ich habe gerade vorher die anderen Ressorts erwähnt. MINUSMA ist auch schon angesprochen worden. Und es wird noch lange dauern, bis aus diesen ganzen Steinen ein rundes Bild entsteht. Und es wird unsere Geduld und wahrscheinlich auch noch einige Mandatsverlängerungen brauchen, bis wir sagen können, Mali ist sicher, Mali ist stabil. Aber es ist in jedem Fall besser, daran zu arbeiten, als zuzusehen, wie das Land auseinanderfällt. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließender Redner vor der dann folgenden namentlichen Abstimmung.